Dann 3, 2, 1. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen da zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn mit dem René und mir. So, wir haben jetzt überlegt, wir machen jetzt ein bisschen Außenposten, würde ich mal sagen. So Step by Step ein bisschen abarbeiten, hier so die Gegend und alles rum. Und dann ist man da auch wieder anfangen mit Schnellreisepunkten. In der letzten Folge sind wir hier so ein bisschen, ja, in eine Mission reingeraten, die ich eigentlich auch geplant hatte. Aber eigentlich war nur das, um das Gebiet zu erobern. Aber, ja. Beziehungsweise mal kurz auszulooten, alles um und dran. Da war schon die junge Dame dort. Du willst jetzt nicht die 1,5 Kilometer zu Fuß rennen, oder? Nee, nicht, aber in die Richtung rennen und vielleicht treffen wir ein Fahrzeug, weil. Hast du hier irgendwo einen stehen sehen? Nicht. Ja. Hinten stand ein Motorrad. Das Ach ja, wir sind ja sogar mit dem Motorrad gekommen, ja. Nee, wir standen nicht. Da steht aber eins. An der Seite stand immer eins, glaube ich, oder? Okay, wir fahren. Oder wir haben das Quad, glaube ich, noch. Ah ja, da auf der Minimap wurde mir angezeigt, also auf dem Radar. Irgendwer auf mir da angezeigt. So. So, jetzt kann mein Charakter sich wieder ein bisschen erholen. Ich kann sagen, ne, bei der nächsten Fahrt schmeiße ich das Taxameter aber an. Ja, klar. Aua! Vorsicht! Ja. Wie wollen wir den Außenposten denn angehen? Gucken wir gleich, wenn wir dran sind. Okay. Dann entscheide ich eigentlich immer von Außenposten zu Außenposten. Im Idealfall halt so unauffällig wie möglich. Ja, es gibt auch die meisten Rohstoffe, wenn man es unauffällig wie möglich macht. Ja. Aber wie sollen wir gucken? Du hast den Segelanwerfer dabei, ne? Das ist ja schon mal sehr gut, weil der gibt schon mal keinen Ton von sich. Deswegen sagt oh. Deswegen sagt sich den Bogen so schnell wie möglich regenerieren. Ja. Weil der ist am Anfang, besonders wo es noch keine guten Scharfschützengewehre mit Schalldämpfern und sowas gibt, ist der für deutsche Aktionen natürlich Gold wert. Hm. Die schöne Landschaft, was genießen hier. Hm. Du willst dem Thema unauffällig. Ja, man denkt, dass er dieselbe Karte ist wie aus Far Cry 5. Ja, fast nicht klar. Wir brennen! Warum brennen wir? Ich bin ausgestiegen. So, ich auch. Ja, sehr gut. Ja. Ach, verdammt. Zu spät. Okay, da war ein Flammenwerfer, okay. Naja, hab ich gesehen. Oh. Na, du gehst doch da. Ich will aber keine Pistole haben. Oder nicht? Nee, Pistole. Obwohl, irgendwas habe ich gerade gesehen, weil irgendwas ist gerade so ein bisschen. Hier ist ein Gegner. Den habe ich. Schau mal auch. Wird mir was angezeigt. Hier ist noch ein Gegner. Oh, ich wurde entdeckt. Hab ihn. Okay.
Hier ist noch einer. Wo kommt der denn hin? Oha. Die war heftig, die Schrotflinte. Highwayman-Notiz. Okay. Könnt ihr jetzt aber lesen, könnt ihr dann, ja. Ich lese nicht immer alles. Schatzsuche. Ja, das ist eine Schatzsuche. Ah. Das ist halt wieder Far Cry, ne? Auf dem Weg zum Außenposten in die Schatzsuche reingerutscht. Ja. So, der Bunkereingang ist in der Mitte von dem Kreis hier. Das heißt, wir müssen sehr wahrscheinlich den Strom irgendwie abstellen. Was heißt denn dieses Wolfslogo? Ist das ein Gegner? Ach, da hinten meinst du, das ja. Ist, ja, das ist ein, wie nennen die dich? Ein Arschgeier, genau, Arschgeier, okay. Arschgeier, ja, okay. Ja, die haben mehr Sachen bei sich wie normale Gegner. Hab ihn. Sehr gut. Genau, mich weg. Scheiß Baumstamm da weggeräumt. So, wunderbar. Ach, da hinten ist schon der Außenposten. Wir sind ja schon fast da. Ja. Ah, da hinten ist. Ach, du bist schon wieder da hinten. Der Kleine hat drei von denen fies gebissen, bevor sie ihn einfangen konnten. Er wird da drüben in der Schlachterei landen. Ich denke, dieser Hund verdient einen Hinrichtungsaufschub. Rette ihn. So. Oh, der Timber. So. Da hast du den ersten Begleiter auf der Karte freigespielt. Hier vorne, ne? In der Schlachterei oder was? Das ist, was hier vorne rum ist. Rum, was hier ist der, oder was? Timber. Ja, der Timber auf jeden Fall. Lass uns da rechts. Siehst du da die, Was? Dieses Windrad rechts. Ja. Lass uns das erstmal als Ziel ansteuern und von da oder da oben vielleicht die Gegner markieren. Ja. Das wäre, glaube ich, taktisch für den Anfang schon mal ganz klug. Ja, der Timber ist in diesem Spiel mein Lieblingsbegleiter, aber einfach nur wegen der Fähigkeiten, die der hat. Was hat denn der für eine Fähigkeit? Der markiert Leute. Die wie der Boomer in 5 markiert er hier Leute. Okay. Das ist halt ziemlich praktisch. Schickst den halt irgendwo rein und der markiert dir alles. Und du musst nur noch ausschalten. Ich komme so weit, aber leider nicht mit dem. Bei weitem nicht. Okay, dann wissen wir zumindest, was auf uns zukommt. Dann gehen wir mal hin. Wir werden wahrscheinlich auch näher dran gehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, aber der eine da unten macht mich nervös. Ah, okay, der ist weg. Benutzt die Wellrutsche jetzt einfach. Oh. Okay, ist sicher. Ja, ich bin nicht reingegangen, sondern ich bin hier außen durchgegangen. Ah, okay. Ich werde die Leiter wieder runter. Warte mal, ich schau mir den einen gerade jetzt kurz hier so steht. Hoch. Gute Nacht. Takedown. Sehr geil. Oh, die suchen nach uns, die suchen nach uns. Ja, der weiß ja, dass ich hier stehe. Die wissen noch nicht. Doch, ich weiß. Die wissen noch nicht, dass wir da. Wurdest du gesehen? Ja. Ehrlich, scheiße. Dann lass uns die Alarme zerstören. Ehrlich, wurdest du echt schon gesehen? Ja, ich bin aber. Ich hab aber schon wieder drei neue Gegner. Ja. Du auch. Ja, alle Alarme deaktiviert. Ich hab Alarm deaktiviert, sehr gut. Schon mal sehr vom Vorteil. Ja, ich hatte einen mir geholt und da stand einer auf dem Dach, den habe ich aber zu spät gesehen. Ja gut. Passiert. Solange die keinen Alarm auslösen, kriegen wir schon mal
Jawohl, das war's schon. Easy peasy. Ja, ich habe 4 oder 5 von denen nur weggeholt. Ja, cool, wir stehen zu zweiter, wie cool. Mhm. Die Schrauber wurde befreit, kein Alarm. Sehr gut. Gibt's einen netten Bonus. Mhm. Wären wir jetzt komplett unentdeckt gewesen, also ohne dass wir uns gesehen hätten, hätten wir nochmal einen Bonus mehr bekommen. Mhm. Was plündern? Also plündern nee, noch nicht. Noch nicht. Ich bin dabei. Hast du den geplündert? Nein, ich bin bei meiner aktuellen Position geblieben. Oh nein, du hast den geplündert! Nein, habe ich nicht. Ich bin bei meiner aktuellen Position. Ja, das ist, wenn du den plünderst. Ja, okay, ich hatte ihn weg. Jetzt müssen wir ihn nochmal einnehmen. Damit wir den Punkt haben. Ja, ist schon so. Ja, es ist nicht schlimm. Also so dramatisch ist das nicht. Ich wollte jetzt nur nicht zweimal hintereinander einnehmen. Aber hatte ich und ist das so, ja? Mehr Ressourcen. Sind jetzt wohl mehr Gegner drin und die passen mir auf. Ja, und es gibt mehr Alarme jetzt. Ah, es ist... Ich habe den Fehler gemacht zu Anfang. Ich habe mir gedacht, ach ja, die blöden Außenposten. Ich habe mir die direkt einmal bis zum Ende durch und dann ist unmöglich. Ich habe es dann nach tausenden Versuchen habe ich es geschafft, die dann einzunehmen. Aber so. Ich müsste sie alle markiert haben. Ich hoffe auch. Und dann hole ich mir den Typen jetzt wieder hier den ersten. Headshot, Bitch. Oh, du wurdest entdeckt. Ja, klar wurde ich entdeckt. Weil der eine überlebt hat. Den ersten. Ah. Verdammt. Ja, verdammt. So eine schwulen Schrotflinte. Ja, die Gegner sind stärker, die halt brauchen 3 Schläge. Ja, genau das. Die sind Level 2 schon, anstatt Level 1. Hm. Wir haben halt Level 1 Waffen, ne? Der ist links von dir, falls du da jetzt gerade rumfällst. Oh, du liegst am Boden, ne? Du liegst am Boden, oder? Ja. Ja, ich komme. Da ist ein Gegner bei dir. Noch einer. Oh. Lad doch schneller nach. Gut. Ach, steh wieder auf. Wo sind die? Oh nein, Heli. Halt durch. Wow, verdammt. Aber ich bin noch auf den Beinen. Oh. Jawoll. Der lebt halt immer noch. Oh, Gott sei Dank. Ne, die war schon wieder nur mal härter jetzt, ne? Ja. Yeah. So. Komm, nochmal, Level 3. Also. Da kriegen wir Spaß. Mhm. So zur Erklärung, wenn du das plünderst, dann fragt er dich, ob du in deiner aktuellen Position bleiben willst oder zu dem Außenposten geportet werden willst, weißt du? So, du sollst, also ich auch, also nicht nur du, hier da, direkt neben dem Plündern ist die Werkbank, auf jeden Fall Munition mal nachfüllen. Das sollst du definitiv tun.
Und du hast den neuen, aber du müsstest auch eigentlich mittlerweile wieder Skillpunkte haben, bestimmt Vorteilspunkte. Du kannst ja bestimmt den nächsten Waffenslot schon wieder freispielen. Oh, ich habe auch schon wieder 5. Ja. Mach ich jetzt gleich mal mit. Ja, so, ja, unter Ruhe, ich will dich nicht hetzen. So, ich mit dem Zeugs nice. Verkaufen. Erstmal die ganzen Zeugs verkaufen, Kaporit. Ja, ich muss auch mal meine Waffen durchladen, alle. So, und jetzt sollten wir vielleicht echt mal zurück dann nach Prosperity und das ein bisschen aufwerten. Ja. Jetzt haben wir hier einen Schnellreisepunkt, du hast was an Ethanol gut gemacht und alles. Und so, dann können wir vielleicht unsere Waffen direkt verbessern. Vorteile, genau, gut bewaffnet wohl zu haben, ja. Ne? Ja, dann kannst du mach ich das auch. Fahren. Ja, habe ich gerade gemacht. Okay, und danach jetzt schwer bewaffnet. Dann hast du das nämlich schon mal. Dann kannst du alle Waffen tragen, also so viele Waffen tragen, wie geht. Also drei schwere Waffen und eine Faustwaffe plus eine Nahkampfwaffe. Und dann tut mir das so viel aus. Guck, jetzt kannst du ja auch schon eine Waffe mehr tragen. So, habe ich alles. Nein. Diesmal nicht. Ich wäre schon wieder fast auf Blödsinn gegangen. Ja, vielleicht solltest du uns wirklich mal zurück nach Prosperity porten, damit du zum Beispiel die Werkbank, also ich würde dir echt empfehlen, die Werkbank als allererstes aufzuwerten, weil dann kannst du schon mal Stufe 2 Waffen herstellen. Gut, dann haben wir das mit dem Außenposten hier wunderbar erledigt. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit gehabt, wie das Story mit das Schatzsuch. Ja, da sind wir nicht weit weg von Grace Armstrong. Und ich hätte die Timmer-Mission. Und soweit jetzt gar nicht die Mission bis zum Ausbruch, bis zur ersten Story-Mission. Heiße Bitte. Von da ist eigentlich relativ gut, jetzt gerade zumindest in den nächsten ein, zwei Missionen zu reisen. Genau das, ja, deswegen, das ist ein guter Angelpunkt. Übrigens, erinnerst du dich an False End aus 5? Ja. Was mir gerade sein fällt. Waren wir gerade drin. Das war mal False End. Okay. Oh Gott, ist das so lange her, dass ich das so viel gespielt habe. Ich habe teilweise, also gut, mir ist dann irgendwann die Kirche aufgefallen, die da rumsteht. Dann habe ich gerade vergessen, die wollte ich eigentlich auch noch zeigen. Ich habe auch teilweise mit der alten Karte Ort verglichen und bin da hingereist und habe mir die angeguckt mit den Dornen und so. So. Öffnen. Du müsstest die Option haben zum Verbessern, oder? Wo muss ich da hin? Also raus aus dem Menü und dann müsste, wenn du vor der Werkbank stehst, müsste unter dem Öffnen. Ja. Verbesserung mit Ethanol, genau. Genau, jetzt haben wir die auf Stufe 2. Das heißt, ich kann auch meine Stufe 2 Waffen einsetzen, das ist schon mal sehr gut. du musst jetzt, und jetzt empfehle ich dir, eine Waffe bauen. Nämlich Stufe 2 Waffe. Und zwar suchst du dir am besten eine nette MP oder ein Sturmgewehr aus, dann hast du Frage, in welchem Spiel ich denn. Dann hast du auf jeden Fall eine grundsolide Waffe. Ich glaube, ich spiele mit dem. Ja, warte mal, eine grundsolide Waffe. Was haben wir denn hier schön? Eine Maschinenpistole. Ich glaube, ich nehme eine Maschinenpistole. Ich auch. Oder spiele ich mit dem AK? Bin ich unschlüssig. Die Schleuder lohnt sich auch. Die ist Bombe, die Schleuder. Den nehmen wir auch mit.
Da kannst du nämlich in die Schleuder kannst du normale Pfeile einlegen und dann macht die einen So, ich habe Wahnsinns-Damage. den Bogen übrigens, aber der war scheiße, ich hab den falschen, Du Bogen. Achso. hättest die Schleuder herstellen sollen. Auf Stufe 2, die Schleuder. Warte Was mal. ist jetzt? Die Schleudern. Hier. Spiel mit dem AK. Hab ich. Die Schleuder habe ich Sehr drin. gut, weil die ist besser wie der Bogen. Da kannst du halt normale Pfeile reinlegen und dann geht die richtig ab, die Schleuder. Da macht die wirklich Spaß. So, dann nimmt man denn das, dann nimmt man die M9. Und noch eine schöne Nahkampfwaffe dazu, nämlich den Optimisten. Okay. Wunderbar. Kampfvorräte musst du auch auffüllen, Medikits und sowas. Zwischendurch. Warte mal, wo muss ich das machen? Krankenstation hier, ne? Kampfvorräte. Ich kann aber die verbessern auch auf Stufe 2. Mache ich doch auch Die direkt. Krankenstation. Ja. Sehr gut. Ja, das ist auch gar nicht mal so Also blöd. die Stufe 2, so Stufe 1 eigentlich, ja. Ja. Ich hab mich gerade schon erschrocken. Ich gucke mal gerade, wie weit ich jetzt verbessern kann hier. Wenn ich jetzt schon mal die ganzen Gebäude nach und nach verbessern kann, wäre das super. Zack, bauen wir das auch hoch. Machen wir das auch direkt hoch. Nächste Stelle. Die Ah, Expedition. genau, Expeditionen, die haben wir ja auch noch. So, die habe ich auch gerade Okay. auf, hab ich auch gerade aufgebaut. Ja, ist auch gar nicht mal so blöde. Der Großpatat ist startklar. Was wollt ihr hier nehmen? Panzertape, okay, nehmen wir mit. So, warte mal, habe ich hier noch irgendwas, was ich jetzt doch aufbauen muss? Also mit den Expeditionen haben die was richtig Cooles reingebracht, finde ich. So, jetzt baue ich noch die Kartografie auf, wenn ich das kann. Na, hast du genug? Und dann Sehr haben gut. wir, ja. Also den Kräutergarten kriege ich nicht mehr hin, weil ich habe nur noch zwei, aber das habe ich jetzt auch gebaut. Hat sich gelohnt, dass wir den Außenposten zweimal gemacht haben. Ja, definitiv. So, dann sind wir das auch durch. Haben wir alles erledigt, was im Prosperity erledigt werden soll? Müsste eigentlich Weil sonst soweit würde sein. ich nämlich sonst gerne Wenn du wieder Munition hast. zu der Schnellreise gehen. Genau. Ja, genau. Also der Ausbruch, den wir gerade eben reingenommen haben, und dann würde ich eigentlich mit Grace Armstrong weitermachen. Als nächstes, aber jetzt ist mal gleich auf jeden Fall ein Folgenbreak. Wir sind nämlich schon sehr, sehr lange dran. Tatsache, wir sind schon wieder so. Eine gute halbe Stunde wahrscheinlich fast, ne? Oder ja, noch so 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten. Ich weiß es gerade nicht aus, wann wir genau Na angefangen haben. gut, wir haben den Außenposten ja zweimal eingeholt und bisschen Verbesserungen gemacht und sowas. Definitiv auch, dass so gehört und wichtig ist. Also wir haben schon einiges geschafft in der Folge eigentlich. Gut, Partner ist gespawnt. Und dann mache ich ja trotzdem immer Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder dabei. Let's Play. Warte mal. Da ist die Waffe. Und über Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann machen wir weiter danach. Bis dahin und tschüss. Ciao.